Produzierende Unternehmen sind für einen starken und lebendigen Wirtschaftsstandort unverzichtbar. Wie es aktuell um den produzierenden Sektor bestellt ist, hat die Wirtschaftskammer Niederösterreich in einer eigenen Studie erhoben. Die ersten Ergebnisse daraus wurden nun in einer Pressekonferenz in St. Pölten präsentiert. Die Studie wurde ja von Ihnen angeregt. Was soll aus dieser Studie entnommen werden? Ich glaube, wichtig ist diese Studie, damit wir mal feststellen, was gibt es, wie wichtig ist der produzierende Sektor in Niederösterreich, auch im Verhältnis zu anderen Bundesländern in Österreich, in der Vernetzung in Europa, und was müssen wir tun, damit uns der erhalten bleibt. Der erste Output ist ja, dass man sieht, dass der produzierende Sektor ganz wesentlich ist für Arbeitsplätze in Niederösterreich, für Wohlstand in Niederösterreich. Und wir wollen jetzt daran arbeiten, genau jene Kriterien herauszufinden, die auch in Zukunft einen wichtigen produzierenden Sektor in Niederösterreich möglich machen. Die Produktionswirtschaft in Niederösterreich ist nichts anderes wie ein Goldschatz. Das war schon in der Vergangenheit so. Wir haben eine reichhaltige, ich sage jetzt mal, Industrie- und Produktionstradition in diesem Land. Und wir haben es auch schon gehört, wir müssen alles dafür tun, dass das in Zukunft dabei bleibt. Viele Klein- und Mittelbetriebe sind beispielsweise als Zulieferbetriebe tätig, beziehungsweise ist insbesondere neben der Stärkung von den zentralen Wirtschaftsstandorten auch zu berücksichtigen, dass gerade in ländlichen Gebieten viele Kleinst- und Kleinbetriebe als Zulieferer für die Leitbetriebe in der Region tätig sind. Wir müssen einmal feststellen, wie ist der Stand der Industrie und der produzierenden Gewerbe, wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt, hat zweifellos auch Schwierigkeiten gegeben, krisenbedingt von der Energiesituation, vom internationalen Wettbewerb. Das heißt, wir stehen in einer Entwicklung fest, wie haben sie die letzten Jahre entwickelt und wie ist der Stand jetzt. Die zweite Hürde ist für unsere Betriebe immer wieder der Fachkräftemangel. Hier motivieren wir unsere Betriebe, dass sie dementsprechend stark ausbilden, für die zukünftigen Fachkräfte hier auch zu sorgen. Da sind wir aber auch wieder als Wirtschaftskammer Niederösterreich entsprechend unterwegs mit unserem Berufsinformationszentrum, hier die Talente zu heben von den Jugendlichen, um sie in die richtigen Berufe sozusagen begleiten zu können. Ein großes Handicap ist auch die überbordende Bürokratie. Hier wurde ja in zunehmendem Ausmaß mehr verlangt oder wird auch noch mehr verlangt, statt zurückgedrängt. Es ist das Zeichen eines gut organisierten Staates, dass immer mehr kommt. Etwas mehr Freiheit wäre manchmal hilfreich. Aber wenn ich jetzt nur daran denke, es kommen immer wieder neue Dinge. Das Thema der psychischen Evaluierung, psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Thema. Aber es ist nicht nur ein Thema des Betriebes, sondern unseres gesamten sozialen Systems, der Unzufriedenheit, die teilweise geschürt wird, auch durch Fernsehwerbung, wenn man sagt, na, du bist zu arm, du verdienst zu wenig. Aber auch zum Beispiel das Energieeffizienzgesetz. Es kommen ständig neue Dinge, es geht aber weniges weg, was man vielleicht nicht mehr bräuchte. Dann wäre mal notwendig, dass man die Vorschläge, die es gibt, umsetzt und die Betriebe bürokratisch entlastet.